Entscheidungen kennen wir ja noch nicht, aber wenn es zu Zollverhängungen kommt, dann haben wir ja eine eindeutige Position seitens der Europäischen Union. Wir glauben, dass diese Zölle nicht vereinbar sind mit den WTO-Regeln. Wir haben unser gemeinsames Ziel beim letzten Zusammentreffen in Sofia bekräftigt, dass wir Ausnahmen wollen von diesen Zöllen und haben auch Gespräche auf einer bestimmten Basis angeboten. Die Frage, die sich dann stellt, ist, dass wir natürlich klug, entschieden und gemeinsam antworten werden. Aber ich will diesen Antworten jetzt auch nicht vorweggreifen, weil wir die Entscheidungen noch gar nicht haben.